Also ich habe es eigentlich nicht da gemerkt und habe einfach gedacht, ja, du bist verkältet und habe mir nichts weiteres dabei überlegt. Und plötzlich stehen drei Personen vor dir und sagen dir, ja, dass du Lymphdrüsenkrebs hast. Und das war dann recht heavy, hat den Boden unter den Füßen weggerissen. Du hast die Diagnose, aber du bist einfach leer. Du weißt nichts mehr. Der Moment, wenn du dort liegst und du siehst, wie die Flüssigkeit den Schlauch runterläuft. Und du fragst dich einfach, was kommt jetzt in meinen Körper rein? Und dann bin ich irgendwie per Zufall mal auf das Lied «Löwenherz» gekommen. Und das Lied hat mich nachher durch jede Chemo durchgetragen. Mir jedes Mal wieder Kraft gegeben, weil einfach der ganze Text, das hat eins zu eins auf mich passt. Du könntest jetzt gerade aufgehen, aber das machst du nicht. Du könntest jetzt gerade noch gehen, weil's so einfach ist. Du könntest jetzt gerade fortgehen und sagen, mir ist gleich. Könntest du den Kopf jetzt hängen lassen und sagen, es ist wie es ist. Doch du gehst über jeden Berg, über jedes Meer, über heiße Glut, durch den kalten Schnee. Kämpfer wie du kennen jeden Schmerz, denn du bist es letztes Jahr ist einfach im Sommer ist das so schleichend losgegangen, wo ich mich einfach immer Mühe gefühlt habe, nicht mehr mögen. Und bin dann bei meinem Kunden zusammengefallen und habe jetzt im November den Job noch verloren. Du bist tausendmal umgekehrt, am Boden gelegen dabei. Es hat sich gar niemand umgedreht und Sorgen gemacht um dich. Du hast dir tausendmal geschworen, das mach ich nimmer mit. Bist trotzdem aufgestanden, obwohl sie da einfach ist. Man muss einfach kämpfen, man muss kämpfen, wenn es einem schlecht geht. Denn du gehst über jeden Berg, über jedes Meer, über heiße Glut, durch den kalten Schnee. Ich wollte aufgeben und das hat es manchmal gegeben, die Momente. Da habe ich mir immer wieder gesagt, ich will, ich kann, ich werde. Ich will.